Moin Freunde, was geht und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Let's Play Kirby und das vergessene Land. Ja, weiter geht's in diesem wundervollen Game. Ihr habt ja bereits gesehen, dass wir hier gespawnt sind, wieder bei der Stadt, bei der Waldi-Stadt. Und da habe ich auch eingeblendet, wie wir was freigeschaltet haben. Wir haben wieder eine Weiterentwicklung von der Fähigkeit. Und wir haben dieses Kaffee hier freigeschaltet. Kann man gleich mal hier gucken. Waddledee-Café. Willkommen im Waddledee-Café, dem wohl gemütlichsten Bistro der Stadt. Hier kannst du dir ein Häppchen gönnen und dann deine KP wiederherstellen. Bei uns findest du die leckersten Sachen. Du hättest gerne was zum Knabbern für unterwegs? Selbstverständlich kannst du dir auch was zum Mitnehmen bestellen. Dein Snack steht dir in Abschnitten als sogenanntes Vorratsitem zur Verfügung, das dir in brenzligen Situationen helfen kann. Denk aber dran, dass du immer nur ein einziges Vorratsitem ausrüsten kannst. Also Kirby, was darf sein? Okay. Das kostet gerade mal 100, so ein Ding. Ja, ich würde sagen, wir kaufen einfach mal zum Spaß und Burger. Alles klar, macht 20, ja. Möchtest du deinen Kauf hier gleich verzehren oder lieber mitnehmen? Genau, wir wollen mitnehmen. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Das ist immer brauchbar. Wir hatten schon zwei Situationen mindestens, wo wir das gebraucht hätten. So, Kabel hier weg. In Ordnung, dann gebe ich dir deine Bestellung als Vorratsitem mit. Halte X gedrückt, um es zu verzehren. Ah, lol. Okay, das sieht man jetzt oben links. Alles klar. Und was ist mit dir? Waddledee, Kaffeebesitzer. Aushilfe gesucht. Hey Kirby, hast du einen Moment Zeit? Jetzt, da das Waddledee-Café eröffnet wurde, suchen wir noch ein paar fleißige Hilfskräfte. Du kannst dich nicht zufällig für einen kleinen Nebenjob in der Gastronomie begeistern, oder? Da steht kein Order, ich hab's mitgesagt. Und jetzt ist meine Stimme am Arsch, okay. So, wir haben hier Aushilfe gesucht für Solo-Job und Team-Job. Aber wir wollen mal Solo sagen, weil ich bin Solo. Jobart, leichter Job, rasanter Job, wilder Job. Übungsschicht. Ja genau, wir machen mal leichten. Was ist es überhaupt? Wähle das richtige Item, achte auf die Essenswünsche der Kunden, wähle dann das passende Item aus. Fällt die Kundenzufriedenheit zu sehr, heißt es Game Over. Lass deine Kunden nicht zu lange warten. Pünktlich zur Essenszeit erhöht sich die Geschwindigkeit, serviere, was das Zeug hält und erziele einen Highscore. Okay, jetzt sind wir... Ach, Servierer machen wir jetzt. Und wir haben zwei Sachen. Okay, wir können das hier geben. Ja. Ja. Okay, das ist ja mit zwei Sachen nicht schwer. Da weiß man ja instant, was man da wählen muss. Aber ich schätze mal, wenn man einmal verkackt, dann ist es vorbei. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich habe noch so ein kleines Minispiel. Ja, cool. Okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Essenszeit. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Okay. Okay, okay, ja, du das, dann das, abgehen. Aber da kann man nicht kommentieren, Digga, da muss man ja hier komplett Speedrun machen. Ah, es geht auf Zeit, also es geht nicht unendlich, das finde ich gut. So. So. Wunderbar. Okay, deswegen auch leicht, damit man nur zwei Sachen zum Auswählen hat. Wir haben 38 Kunden bedient. 38 Waddledees, keine falschen. 100% Zufriedenheit. Ja, easy. 4540 Punkte. So, was muss man schon mal hinkriegen? Okay, was bringt mir das jetzt? Ich kann damit Münzen verdienen. Die habe ich freigeschaltet, ist klar. Ja, aber das bringt ja jetzt nur Münzen. Also, ist jetzt auch egal. Okay. Müsste also nicht für die 100% relevant sein, außer vielleicht einmal gespielt haben. Ich weiß es nicht. So, wir gehen aber erstmal noch hier rein und tun auf jeden Fall die Igelfähigkeit weiterentwickeln. Achso, ich dachte gerade für die, Alter, das wäre ultra geil. So, genau, wir haben eine neue Blaupause für den Krimskrams-Igel. So, also gut, ich konnte nur eben schnell mein Werkzeug, dann können wir den Weg loslegen. So sieht's aus. Frage ist, wo der ist? Da, okay. Ach, das ist die, ja. Okay, dann machen wir das doch gleich mal. Das würde mich jetzt interessieren, was er daraus machen kann. Safe entwickeln. Wir verlieren mal wieder zwei so große Sterne davon. Heißt, die Schätze sind wichtig zu machen auf jeden Fall. So, der Igel ist ja schon gewaltig groß. Was macht er da jetzt draus? Jetzt bin ich gespannt. Ach, Krimskrams-Igel.
Jetzt hat er nicht mehr Spitzen, sondern irgendwelche Spitzengegenstände. Und er kann sich bewegen. Ich glaube, bewegen konnte man schon immer. What the fuck? Wir haben jetzt hier Kaktus, Muschel, einen Bohrer, einen Turm. Und die Hälfte fällt weg. Aber irgendwie nur Schrauben gefühlt. Guck, nur diese Federn irgendwie und Schrauben. Lol. Okay. Haben wir jetzt auch diese Weiterentwicklung. Das freut mich doch direkt, dass wir jetzt hier Krimskrams haben. Und nach 10 Minuten Aufnahme, 7 Minuten für euch, können wir endlich mal weitermachen mit genau diesem Level hier. Was ist hier noch? Nichts! Hätte schwören können, da kommt noch was safe. So, weiter geht's. Mit stromschnellen Wasserwerk. Das nächste und letzte Level. Da gibt's 5 Waddledies. Oh je, das ist wieder ein langes Level. Heißt, wenn wir es nochmal spielen müssen, sehr wahrscheinlich, dürfen wir das Ganze nochmal komplett durchleben. Das freut mich doch. So, frage ich, ob wir jetzt da eh runterkommen oder ob es hier geradeaus weitergeht. Nee, wir kommen hier, glaube ich, safe runter. Okay. Ich achte natürlich wieder auf Quests oder so. Man weiß ja nie. Was ist hier? Jetzt geht es stark in den Hintergrund. Man sieht kaum noch was. Oder man sieht alles nur in ganz klein. So, und jetzt kommen wir da runter. Alles klar. Moment, noch hier kurz gucken. Und ja, Friends, das ist die erste Aufnahme mit meinem neuen Audio-Setup. Die erste Kirby-Aufnahme mit meinem neuen Audio-Setup. Und es ist schon wieder sehr, sehr entspannt und chillig. Was ist hier? Okay. Ich habe ja gestern Tod aufgenommen mit dem neuen Setup. Und ich glaube, ich habe es noch nicht geschnitten oder irgendwas. Aber ich glaube, dass der Ingame-Sound da relativ leise ist und ich den hoch machen muss, lauter machen muss. Deswegen habe ich dann hier diesmal ganz schön stark lauter gedreht. Damit das auf jeden Fall einfach ist. Aber darum soll es halt gar nicht gehen und soll um dieses Level gehen. Wir sind gerade durch einen Wasserfall gegangen und hier geht es auf jeden Fall über eine Strömung. Aber ist es so ein Schnicks oder was? Was ist hier? Nix, ich schaue nur zum Runterfallen. Okay. Aber das Level ist jetzt nicht komplett das Strömung-Level, oder? Jetzt muss man natürlich sehr auf den Hintergrund achten. So, hier durch. Zack. Da bringt die Igelfähigkeit auch ein bisschen was, weil wir können relativ schnell uns ausweichen und so. Relativ schnell die Richtung ändern mit dem Ding. Das stimmt auf jeden Fall. Und da war auch direkt der erste Waddle Dee, den wir easy holen konnten. Da ist ein neuer Gegner. Ich kenne den Gegner. Aber nicht aus Kirby. Der war doch irgendwo anders, kam der doch auch mal vor, oder? Ist 3 Konserven. Okay, wir müssen Konserven essen. Warum essen? Weiß ich nicht. Okay. Aber ich kenne doch diese Viecher. Wo gab's die denn? Oh mein Gott. Es gibt doch irgendwie einen Yoshi? War das ein Yoshi? Nee, oder? Irgendwo erkenne ich diese Viecher aus irgendeinem Spiel. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst, was ich meine. Ich weiß es nicht. Aber so ähnliche Viecher gab's in irgendeinem anderen Game. Oder war das wirklich Kirby? Aber ich habe nie Kirby gespielt. Hä? Hey? Nee, keine Ahnung. Ich mach dich erst mal weg, weil ich glaube, diese Igel-Item-Fähigkeit, die lasse ich mal für dieses Level. Okay. Dann ist hier drüben noch ein Viech. Ich weiß gar nicht, ob der uns die Igel-Fähigkeit gegeben hätte. Könnte sein, weiß ich nicht. So, wir gehen weiter und fressen diese Tetra-Pack hier. Aber sonst ist hier nichts, da ist auch nichts das. Nö. Okay. Dann gehen wir hoch. Dann sind wir nämlich hier. Dann können wir hier durch. Ja, ja. Das bringt aber nichts. Nein, ich wollte da nicht hin. Okay, das ist jetzt wieder eine Gegner-Sub-Area, aber kein Boss. Mit so komischen Tintenfische. Ja, das sind wieder diese Gegner. Moin, servus. Sabots. Ihr könnt mir alle nichts mit meiner Igelfähigkeit. Ah, scheiße, hat mir doch was gekommen. Mit meiner Grimmskrams-Igelfähigkeit. Sollt ihr mal alle weg hier. So. Wir können sogar spammen. Zack, zack, zack. Alter, die Gegner haben gar keine Chance. So haben die Gegner gar keine Chance. Ja, wunderbar. Und wir haben eine Truhe bekommen dafür. Aber ist hier echt nichts sonst. Muss ich mich jetzt hier wieder irgendwie was einsaugen oder so? Oh je, keine Ahnung. Wir gehen weiter. Wird schon schief gehen. Hier haben wir eine neue Weiterentwicklung. Für die Bomben.
Okay, sehr, sehr nice. Das freut mich direkt. Ich nehme jede Weiterentwicklung liebend gerne an, weil meistens sind sie geil. Ich weiß nicht, ob die jetzt was hier groß verändert hat, weil ich habe die vorher nicht richtig gewusst. Vorher nicht richtig angeschaut, die Fähigkeit. Hätte man vielleicht machen sollen. Egal. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool. Wenn es davor auch schon so cool war, ist gut. Wobei es da nicht viel gebracht hätte. Also irgendwo gab es bestimmt einen Haken, dass er sich nicht bewegen konnte oder so. Keine Ahnung, es ist aber auch kein Problem. Oder Thema oder was weiß ich. Ich muss da hoch, Digi. Wie komme ich da? Ah, okay. Macht es dann auf? Wir kriegen Geld. Ich brauche kein Geld. Ich brauche Quests, die ich erledigt krieg. Das brauche ich und sonst nichts. Da ist eine Figur hinter. Dankeschön. Die Figur nehme ich gerne. Und wir haben hier noch eine Bombe. Wahrscheinlich für das Tor, genau. Denn hinter diesem Tor ist ein Bonusraum. Okay, jetzt muss man wieder aufpassen. Hier kann es auch Quests geben. Vollstopfen. Hier gibt es wieder diese Ringfähigkeit. Warum? Boot. Oh je. Yeah. Gibt's auf jeden Fall einen Waddle Dee, haben wir den schon mal. Und diese Krokodile wieder, okay. Ja, aber wo soll ich jetzt wissen, welcher Weg richtig ist? Das muss man, wahrscheinlich soll man es wissen. So, Boots. Das wusste ich noch. Und hier war es hier. Glaube ich. Ja. In der Mitte sind diese Krokodile. Nope. Ach scheiße, und dann muss man wieder zurück. Bitte, bitte. Nein. Okay, das Zeitlimit ist sehr, sehr knapp. Och man, das wusste ich jetzt nicht. Aber es sieht irgendwie nichts nach Quests aus. Außer, dass man vielleicht fehlerfrei machen soll. Kann ich das alles hier nochmal machen? Hoffentlich. Das wäre sehr nett. Ja, oder? Okay, danke. Sehr gut. Dann kann es ja aber auch keine Quest geben, theoretisch. Außer wir machen jetzt erstmal alles richtig. So. Rechts. Dann links. Und dann Mitte. Die Gegner sind auch schon weg, also passt. Ja, zweiter Waddle Dee. Und alles fehlerfrei, jetzt in diesem Moment. Deshalb schätze ich auch nicht. Ah, okay. Deswegen schätze ich auch nicht, dass es hier eine Quest eben gab. Nicht so mit diesem, zum Beispiel, dass wir nicht von Stacheln getroffen werden oder so, wie schon mal. Sowas sollte es jetzt hier nicht gegeben haben. Und es wäre sogar scheißegal gewesen, wo ich rausgehe. Ach, crap. Okay. Wusste ich nicht. Egal. Wir haben sogar diesen Bienen- oder diesen Maulwurfstachel. Bei dieser Igelfähigkeit hinten auf dem Rücken. Wild. So. Nächster Raum, nächste Passage, wie auch immer. Einfach, wir kommen einfach aus dem Nichts raus. Da gibt es keine Tür und nichts. Wir sind hier einfach. Alles klar. Nichts versteckt, ne. Weg mit. Oh mein Gott, das war chillig. Ja, okay, diese Krimskrams-Dinger machen auch Schaden. Alles klar. Okay, gibt es wieder eine Figur. Wo wir einfach nur diese Treppe hier hinstellen müssen. Das ist einfach. Das kriege ich hin, ja. Das ist kein Problem. So, Putz weg mit dem Schneemann und die Figur nehme ich. Weißt du, die Figuren, die finde ich immer. Ich finde immer irgendwie zwei im Level, gefühlt. Aber die Quest im First Try, ne, das ist zu schwierig. Der goldene Fisch ist das. Ja, finde den goldenen Fisch. Das war eine Quest. Let's go. Sehr nice. Das ist doch schon mal wichtig. Ich muss unbedingt auf Konservendosen jetzt achten. Das ist auch wichtig. Wir können übers Wasser laufen. Können wir doch nicht. Aber wir müssen die Treppe da bestimmt rüberkriegen. Geh mal weg, du Robbe. So. Was ist hier? Perfekt, das bauen wir. Oh nein, krieg das Feuer. Ich krieg das Feuer gar nicht gelöscht jetzt. Oh nein.
Ich wusste doch nicht, dass wir da Dings brauchen, oder? Scheiße. Gibt's da noch einen? Gibt's da noch irgendwas, was löscht? Da ist noch ein Schneemann. Den hole ich mir direkt. Ja, Eisfähigkeit und schnell zurück. Sehr gut. Wir können uns auch gleich den Burger snacken. Das ist natürlich auch sinnvoll, dass wir das dann gleich machen können. Wir löschen erstmal das da. Und bekommen eine Konserve. Okay. Wunderbar. Das ist auch direkt gelohnt. Und wir haben auch ein bisschen Leben bekommen. Das macht es auf. Okay. Ja, ja, ja. Wieder mit der Treppe arbeiten. Bis jetzt passt noch alles. Konserven sind auch noch aktuell. Uns fehlt nur noch eine Quest. Und da ist jetzt gerade mal der dritte Waddle Dee. Ich habe also noch gute Hoffnung, dass das hier gut wird. Nummer 3. Was ist da hinten noch? Da ist noch ein Waddle Dee. Gibt es deswegen 5? Gibt es noch eine Treppe? Ja, da gibt es noch eine Treppe. Ach, und da rechts geht es dann also weiter. Okay. Ja, wunderbar. Geh mal gleich weg, du Viech. So. Aber sonst ist da nichts jetzt irgendwie versteckt. Ich lasse mich mal da umfallen. Nee. Alles klar. Wir können, glaube ich, auch nicht drehen. Aber ich glaube, das müssen wir auch gar nicht. Ja. Denn wir kommen da auch so easy hin. Oder ist es so rumgedacht? Ja, mein Freund. 2 Waddle Dees direkt nebeneinander. Chillig. Ding ist, wir sind jetzt aber schon relativ fast am Ende. Und uns fehlt noch eine Quest. Aber bis jetzt gab es wirklich nichts, was irgendwie sass war. Oder was ich nicht angeguckt habe. Das muss also klappen. Und hätte ich die Bombe jetzt mitnehmen müssen? Das wäre doof. Oh, ich weiß es nicht. Ob ich irgendeine Fähigkeit brauche. Das ist jetzt blöd. Na, ich will immer sprinten mit Y, Digga. Ich wollte dich einfrieren einfach. Wait. Was kam hier? Ach, da geht's weiter, oder wie? Ja. Und da ist auch irgendwie gar nichts schon wieder versteckt. Hier ist Geld. Da oben? Ne, das ist nur Hintergrund, oder? Hoffentlich. Ah, das ist hier dieser Strudel. Da will ich nicht reinfallen. Da ist eine Konserve. Die will ich auf jeden Fall haben. Konservi. Wunderbar. Ich habe auch so das Gefühl, dass es da weitergeht. Und dass wir da vorne noch hin müssen. Oder? Hä? Oder sollen wir da nicht reinfallen einfach? Oder ist es einfach nur gefährlich? Kann auch sein. Hier ist nochmal eine Cola. Ich glaube, wir dürfen da nicht rein. Ich will es eigentlich auch nicht rausfinden. Deswegen lassen wir das einfach. Und gehen mal hier lang. Oh, bitte. Bitte, gibt noch irgendwie eine Quest. Irgendwie noch eine Quest. Wieso kann ich dieses Viech nicht zerstören? Da ist noch ein Waddle Dee. Der ist da oben. Oh, Waddle Dee, was machst du? Wie zum Teufel komme ich da rauf? Das macht das kaputt. Aber ich bin da ja nie hoch genug. Nee. Hä? Da oben ist noch ein Schalter. Ah, da ist eine Treppe. Okay. Dann kriegen wir den auch, aber ich sehe schwarz für die Quest. Ich sehe schwarz für diese Quest. Das triggert mich jetzt schon wieder. Ich darf es ganz einfach nochmal spielen. Was auch immer ich hätte machen müssen. Für die Quest. Ich weiß es nicht. Aber wir sind am Ende von dieser komischen kanalisationsartigen Dingsbums. Wasserwerk. Ja. Hier ist nichts mehr, was irgendwie eine Quest ist, oder? Wobei. Oh mein Gott, das war so ein chilliger Weg gewesen. Aber nee, leider nicht. Und da ist auch nichts versteckt. Och, Diggi. Was habe ich denn jetzt schon wieder verkackt? Was haben die jetzt schon wieder für eine dumme Quest da drin? Ich will es wissen. Oh mein Gott, warum darf ich jetzt schon wieder ragen? Was haben wir für eine Lost Quest?
Die war vor dem goldenen Fisch? Es ist nur lächerlich, es ist nur lächerlich, das ist so geil. Wir haben wenigstens zwei neue Figuren, aber es ist so lächerlich, diese Quest. Ich soll den Kampf machen, ohne ins Wasser zu fahren, obwohl das alles im Wasser ist, gefühlt. Digga. Ich darf nochmal durchrennen. Juhu. Mach mal. Hab ich total Bock drauf. Ist okay. Waddle-Dees haben auf jeden Fall genug. Die können es mal kaputt machen hier. Dann kommen wir zum Boss zunächst. Da bin ich jetzt gespannt, ich kenne ihn ja nicht. Der tropische Terror. Lol, kommt jetzt dieser Baum. Die Waddle-Dees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, dass er den Weg versperrt hat. Betritt den nächsten Abschnitt und stell dich den Boss, der über dieses Gebiet wacht. Genau, das machen wir. Und den Schatz, den holen wir auch. So, dann machen wir das Ganze halt nochmal. Ja, das komische Bienenviech würde mir auch die Raupenjägerfähigkeit geben. Nice. So, dann probieren wir es mal. So. Und so. Das ist sympathisch, dass sie zu mir hochkommen. Okay, wie ich das jetzt mal. Ja, jetzt bin ich schon wieder ins Wasser gefallen. Okay, wir dürfen nicht die Jägerfähigkeit haben. Oder kann man auch von hier oben einsaugen? Die stoßen mich halt auch direkt runter. Nein, nicht du. Okay, man könnte die auch aufsaugen, aber holy shit, ist das schwer. Holy shit, ist das schwer. Ach du Scheiße. So, das ist null einfach. Nein. Wir sind noch nicht ins Wasser gefallen. Aber die Bomben sind ja definitiv besser. So, bitte, du Viech. Ja, was, wenn das Viech da unten kämpft? Jetzt! Warum ruft er jetzt so weit? Komm schon! Die Bomben sind im Schwimmreifen. Du Viech! Ich krieg das Viech nicht. Yes, ich hab's! Ja. 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 Ich spam einfach alles voll. Ich bin so scheißegal, wie lange es hier dauert. Yes! Let's go! Bomben regeln. Das freut mich. Jetzt darf ich noch durchrennen. So, Friends. Wenig statt Sony so lange gedauert zum Durchrennen. Das ist also in diesem Level kein Problem gewesen. Und die Musik war auch schön. Das muss man auch sagen. Deswegen war das jetzt nicht allzu schlimm, da durchzurennen. So, das haben wir auch nicht, den Igel. Wunderbar. Bin echt mal gespannt, am Ende irgendwie mal alle Figuren anzugucken, die wir haben. Und gucken, ob uns überhaupt welche fehlen. Das ist ja belastend, dass wir hier fehlen. Bis jetzt hatten wir auch immer nur neue gefühlt. Immer wenn ich hingeguckt habe, war neu. So, da haben wir alle, genau. Beim nächsten Mal geht's zum Boss. Jetzt machen wir auch trotz 30 Minuten Aufnahme noch Vulkanfeuerschatz. Bring Licht ins Dunkel, Laternenschalter. Genau, da kriegen wir wieder diese Vulkan-geile Feuerfähigkeit und dürfen Laternen anmachen. Alles klar. Ich habe jetzt nicht auf die Bestzeit geguckt, das könnte ein Problem sein. So. Aber wir rennen einfach mal durch. Das ist immer gut. Das ist ultra knapp immer. Aber passt schon. So. So. Achso, ich bin komplett schlecht gerade und ich mache das viel zu langsam, weil er sich halt auch direkt diese, weil er immer diese Bewegung macht, wenn ich springe. Das ist ein Problem. Nein. Hör doch auf, das jetzt die ganze Zeit abzublocken. Zünd das an. Achso, Bestzeit kann man vergessen, auf jeden Fall, weil ich treffe hier einfach überhaupt nicht. Danke. Das ist schon lang verkackt. Ich leider so. So, 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 so. Der spuckt es aus dem Maul. Lol. Läuft bei Kirby, einfach ein Drache. Ja, okay. Guck mal, ich gehe seitlich dahin und er trifft nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Nein. Nein. Genau das wollte ich für. Junge Kirby. Geh doch nicht so weit. So, so. Bitte mach das, danke, danke. Nicht danke, danke. Ziel? Oh, vielen Dank. Das ist sehr lieb. Okay, das war echt relativ schwer. Und die Bestzeit ist mir da so scheißegal. Eine Minute wäre die beste. Ja, okay, trotzdem. Okay, nur 10 Sekunden. 12 Sekunden, das ist okay. Das ist mir egal. Wunderbar. Da würde ich sagen, kommt jetzt noch mal irgendwas? Wir fliegen kurz um die Welt nochmal.
Weil in der ersten Welt gab es noch so viel zum Suchen und hier irgendwie gar nicht. Na gut, in der Stadt gibt es natürlich jetzt auch wieder eine neue Blaupause, na ist klar. Aber ich sehe hier gar nichts zum Suchen. War irgendwie so ein Welt 1-Ding, keine Ahnung. Beim nächsten Mal geht's dann wohl zum tropischen Terror und dann geht's zur dritten Welt. Friends, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es dir gefallen hat. Es war wieder sehr chillig, auch wenn wir da die Quests verkackt haben, aber das ist halt so. Und da gibt's da auch wieder dreimal spielen oder so, bis wir es geschafft haben. Aber ja, Friends, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like, wenn es dir gefallen hat. Lasst ein Abo, dann würde ich mich sehr freuen. Und ich sehe dich im nächsten Part wieder von Kirby und das Vergessene Land. Hau rein, dein Tiger und schönen Tag. Und bye.